Hallo ihr Lieben, mein Name ist Billa, ich gehöre zum iFitness-Team, zu diesem wundervollen iFitness-Team, Filiale Potsdam West, und ich bin ganz stolz, dass ich zu diesem wunderbaren Team gehöre. Ich möchte euch heute ein bisschen mit Yoga, Tai Chi Übungen erwärmen und etwas für eure Gesundheit tun. Wir beginnen in einer weiten Grätsche, beugen die Knie und starten mit einem Atemzug. Heben die Arme nach oben und schieben sie nach vorne. Beugen die Knie. Noch einmal mehr. Komm hoch, atme ein und atme aus. Jetzt kommt was Neues. Nimm deine Hände zusammen. Kreise mit den Armen um deinen Kopf. Verschiebe dich in die rechte Seite. Pfeil und Bogen kommt jetzt. Zieh deinen Bogen zurück und dreh deinen rechten Arm nach hinten. Alles zur anderen Seite. Kreise einmal, einatmen, atme aus, schieb zurück und dreh. Ein und aus. Lass es jetzt fließen. Wir sind im Tai Chi. Wir machen uns warm. Fühl deinen Körper. Halt die Schultern entspannt. Gerade starke Beine, beide Knie gebeugt. Jetzt nochmal einatmen, reset your body, aus, noch einmal ein und aus. Wir verteilen nur die Wärme, wieder um den Kopf rum, nach rechts, zieh zurück, beide Knie sind gebeugt, drehe. Wir werden schon flüssiger in unserer Bewegung und ziehen zurück, Schultern sind entspannt. Pass auf, jetzt kommt eine neue Bewegung. Wir kreisen ganz die Arme und kommen in die rechte Seite. Hände zusammen. Kreis zurück. Lande links, Handflächen zusammen. Ein, aus, ein und aus. Beim nächsten Mal hebst du dein linkes Bein. Da kommt das Gleichgewicht ins Spiel. Bisschen kompliziert am Anfang, aber wird schon gehen, oder? Zurück. Aber es wird ein warm. Komm zurück. Kreise nochmal. Verlager. Spann deinen Bogen. Und drehe. Zurück. Andere Seite. Schieb. Und drehe. Einmal mehr, Pfeil und Bogen, zurück, beide Knie gebeugt, Bauch fest, zurück zur anderen Seite. Und die zweite Bewegung, einmal richtig kreisen, loslassen. Hier hindrehen, Handflächen zusammen, ein, aus, ein. Heb dein Bein, wenn du kannst. Früh für dein Gleichgewicht. Komm, einmal machen wir noch. Einmal mehr. Weil es sich gut anfühlt. Und dann kommen wir zurück und nehmen unsere Arme hierher. Ihr habt gesehen, ich habe die Matte längs. Die bleibt jetzt auch so. Ich mache nämlich jetzt etwas ungewohnt wieder für uns, den Sonnengruß in dieser Form. Längs zu euch, ihr seht mich aber. Fußspitzen drehen wir jetzt nach vorne. Also wir sind jetzt nicht so, sondern so. Mir ist richtig warm geworden. Ich hoffe euch auch. Und wir beginnen mit dem Sonnengruß. Der Bauch ist fest. Ganz entspannt. Atme ein, heb die Arme nach oben. Handflächen zusammen. Die erste Runde ist langsam, damit ich euch alles erkläre. Die Daumen gehen zur Stirn hoch. Die Unterarme kommen zusammen, Ellenbogen küssen sich. Wir gehen in die Knie, die Arme bleiben oben. Jetzt kommen die Arme runter, die Hüfte kommt hoch und du öffnest deine Hände und legst sie ab. Das ist die Reihenfolge. Jetzt kommen wir hoch. Wir machen es etwas schneller. Komm hoch, Daumen zur Stirn. Unterarme zusammen, komm tief, Hüfte hoch, Arme tief, rolle. Das ist der Shiva-Sonnengruß, der Shiva-Gruß, ich liebe ihn. Zweimal mehr, ein und aus.
Letzte Runde, komm hoch. Daumen zur Stirn, Unterarme, Knie beugen. Tief, Hände ablegen. Jetzt geht's weiter in den Sonnengruß. Lunge, rechter Fuß nach hinten. Linker Fuß folgt und nach unten. Hier wieder eine Hüfte hoch. Schieb dich vor ins Brett, das kennst du. Wir sind in Runde 1, wir setzen die Knie ab. Wir legen die Fußrücken ab, das siehst du jetzt vielleicht nicht, ist nicht schlimm. Schulter tief, komm tief mit der Hüfte zum Boden, komm hoch mit dem Oberkörper in die Baby-Cobra. Schieb die Schulter zurück, mach dein Po fest. Stell die Fußspitzen auf, komm zurück in den Mund nach unten. Hebe deine Fersen, beuge deine Knie, damit du jetzt mit dem rechten Fuß außen an deine rechte Hand kommst. Und natürlich links. Wir machen zwei Shiva-Sonnengrüße. Komm hoch, Arme ein. Daumen, Unterarme aus. Und ein. Und aus. Hände bleiben am Boden. Lunge mit links. Rechte Seite folgt. Und nach unten. Wir sind in Runde 2. Wir gehen ins Brett. Lassen die Beine gerade, zur Not setzen die Knie ab, Krokodil. Hund nach oben, ist schon die nächste Variante. Und Hund nach unten. Komme wieder zurück, außen, an deinen rechten Fuß, nein, links, war ich falsch. Und rechts. Ich stelle mich jetzt nochmal seitlich, rolle wieder auf. Damit du siehst, habe ich die Beine vergessen, komm tief, Hüfte hoch, Hände, Lunge, Hund nach unten, Brett, schieb dich vor, damit du es von der Seite siehst, Krokodil, stärkste Moment im Sonnengruß und Hund nach oben, spann den Po fest an, komm zurück, Hund nach unten, Fersen in den Boden, heb die Fersen, beug die Knie, rechter Fuß vor und linker Fuß. Rolle auf. Letzte Runde. Runter. Arme sinken, Hüfte geht hoch, Hände auf den Boden. Noch einmal. Komm hoch, Daumen, Unterarme, tief. Hände ablegen. Letzte Runde. Lunge mit links zurück. Rechts folgt Hund nach unten. Komm ins Brett. Sinke tief. Nach oben. Nach unten. Hüfte geht hoch. Hebe deine Fersen, beuge deine Knie. Und jetzt komm mit dem linken Fuß wieder vor. Und im rechten. Und roll dich auf. Nimm deine Arme oben zusammen. Komm mit den Daumen zur Stirn. Unterarme zusammen. Und du hast den Sonnengruß geschafft. Jetzt kannst du mit deinen Füßen zusammen hüpfen oder gehen. Wir kommen zur Kraft. Kraft im Stehen. Jetzt kommen die Kriegerposen. Wir gehen mit dem rechten Fuß zurück. Die Ferse ist oben. Wir sind im Krieger 1. Achte darauf, dass du wirklich deine Linie, dass die Linie wirklich stimmt. Nicht absetzen. Bleib jetzt hier mit der Ferse oben. Heben die Arme mit der Einatmung hoch. Atmen mit der Ausatmung ein bisschen tiefer. Probier es aus. Arme ein, heb die Arme hoch. Schultern tief, atme aus, atme ein und aus. Jetzt strecke dein rechtes Bein, kippe mit dem Oberkörper nach vorne, löse deine Hände, strecke, jetzt spürst du die Kraft in deinen Beinen. Lass das Knie außen und gerade und schwinge deine Arme zurück auf den Rücken, falte deine Hände, strecke deine Arme lang, bleib hier, hold your hand, Nacken ist lang. Okay,
andere Seite. Hände gehen zum Boden. Du holst deinen rechten Fuß vor, bringst den linken zurück. Richtest dich wieder auf und achtest darauf, dass du gerade zu mir frontal bist. Arme lang in die Seite, einatmen, aus. Schau mal, was da noch möglich ist. Atme ein, heb die Arme und Arme aus, komm tiefer. Schultern ganz entspannt. Nur die Beine zittern ein bisschen, das ist ja auch Kraft für die Beine. Schieb dich vor, strecke dein linkes Bein, ich muss immer überlegen jetzt, welches Bein ich meine. Und dann schwinge zurück, falte deine Hände, streck deine Arme, streck dein linkes Bein. Länge und Kraft im Oberkörper spüren. Okay, wir fahren fort. Wir kommen einfach hoch und setzen jetzt die linke Ferse auf den Boden. Und das Knie bleibt außen. Deine Hände sind ja hier, ne? Zieh runter, Steißbein runterziehen. Krieger 2. Wenn du jetzt Probleme hast mit dem Knie, das kommt nach innen. Ist nicht so günstig. Stell deinen Fuß weiter rüber zur Mitte. Dann hast du mit dem Knie alles richtig gemacht, okay? Komme so tief runter. Bis dein Oberschenkel fast parallel zum Boden ist. Das ist der Krieger 2, stolz und stark. Wir lösen jetzt diesen Krieger 2 auf und kommen in den Sonnenkrieger. Du drehst deinen Arm über den Kopf, machst dich lang, schaust in die Achselhöhle, lächelst. Und von hier aus gehst du in den gestreckten Krieger. Leg deinen Arm auf den Oberschenkel ab, hier liegen. Oder komm eine Runde tiefer ans Fußgelenk. Okay, ganz lang. Du musst dir mal vorstellen, dass du deinen Oberkörper, deinen Rücken an die Wand hinter dir drückst. Okay, jetzt drehen wir einfach unsere Füße rum nach hinten und sind auf der anderen Seite. Praktisch, oder? Das andere Knie, denk an dein Knie, denk an dein Steißbein. Zieh deine Arme runter, ich schau mal zu dir, ja? Eigentlich schaue ich nach vorne. Okay, dann mache ich das mal, ihr seht mich ja. Sonnenkrieger, nehmen den Arm weit nach oben. Spüren die schöne Dehnung in der Seite. Kommen zum gestreckten Krieger. Entweder Level 1 oder Level 2. Streck dich lang. Und dann kommst du zurück in eine Vorbeuge. Drehst nur deinen hinteren Fuß. Stellst die Fußspitzen gerade aus. Legst die Hände ab. Oder wenn das nicht geht, die Fingerspitzen. Oder wenn du mehr magst, wenn es geht, etwas tiefer. Ja. Bleib entspannt. Mal schauen, ob ich auf den Boden komme. Ja, muss nur die Beine weiter auseinander stellen. Dann klappt das. Die Vorbeuge mit weiten Beinen. Wunderbar. Beug die Knie, komm mit den Händen hoch. Schieb deine Matten zusammen. Du hast die Kraft geschafft. Auf geht's zum Gleichgewicht. Sei gespannt. Locker dich und ständig, wie immer, beginnen wir auf dem linken Bein. Erste Übung, wir heben das rechte Bein an, halten fest. Soweit ist alles gut. Bauch ist fest, Schultern weg von den Ohren und der Nacken ist lang. Brustspitze auch. Schau mal, streck mal dein Bein aus. Ja, 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 ja. Du hast eine zweite Chance. Beuge nochmal. Ist ganz nett von mir, oder? Bin ja nicht so. Okay, Gleichgewicht, ja? Strecke nochmal aus. Strecke nochmal aus. Wunderbar. Jetzt löse die Arme und rolle über die Schulter nach hinten. Die Daumen sind an deiner Hüfte. Du kippst über den Oberkörper nach vorne, beugst dein Standbein und streckst das hintere Bein lang nach hinten. Waagerecht. Alles klar? Dann löst du deine Arme, kommst nach vorne mit den Armen, kommst du zu mir, mach dich lang. Wie perfekt ist das? Halleluja. So, die
erste Seite hast du geschafft. Zweite Seite, Standbein rechts, linkes Bein hin. Ausstrecken. Wunderbar. Soweit geht alles gut. Zweite Chance. Konzentration nochmal. Alles sammeln hier in der Mitte. Das gibt dir Kraft. Die aktive Bauchmuskel, aktivierte Bauchmuskulatur gibt dir Kraft. Streck mal dein Bein aus und verbessere deine Technik und schützt deinen Körper. Wunderbar. Rolle zurück. Hände an die Hüfte. Strecke aus. Krieger 3 oder Flugzeugpose. Standbein beugen. Hüfte ist gerade. Denk dran, deine Hüfte ist gerade. Nicht mit der rechten Hüfte nach oben drehen, ja? Und jetzt die Arme lösen. Standbein beugen. Und Arme zu mir nach vorne. Komm, das schaffst du. Ich bin bei dir. Du bist nicht alleine. Perfekt. Halleluja. Stell dich hin, greife mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk und zieh dich mal rüber. Es tut jetzt gut. Nach rechts. Wir greifen um nach links. Perfekt. Letzte Übung für unser Gleichgewicht. Wir stehen wieder rechts, setzen uns hin, ziehen die Fußspitze an, die rechte hier, um das Knie zu schützen. Wir beugen das Knie. Hände sind hier. Wenn du mehr magst, streckst du deine Arme lang nach oben und setzt dich noch einen kleinen Moment tiefer. Komm zurück. Tausche die Seite. Stell dich rechts hin. Mit dem linkes Bein. Hände vor dein Herz. Setz dich hin. Zieh deine Fußspitze an. Oh ja, mach es dir gemütlich, aber nicht auf der Couch, auf der Matte. Und jetzt atme ein, nimm die Arme hoch, atme aus und sink ein Stückchen tiefer. Perfekt. Kommen wir zur Hüfte. Wir gehen in den Hund nach unten. Hände zum Boden, Beine zurück. Du hebst jetzt das rechte Bein nach oben, gerade hoch, so hoch du kannst. Und dann beugst du das rechte Knie und legst dein Knie zwischen deine Händen ab. Und mit dem linken Bein rutschst du weit zurück nach hinten. Richtig weit, legst alle 5 Zehen ab auf den Boden. Wenn das nicht geht, beuge dein rechtes und bleibe hier. Okay? Die Schwanpose, du hast es erraten. Hier diese Hüfte, die kann gerne die Ferse berühren. Jetzt geh einmal tief und hoch. Die Fingerspitzen setzt du auf den Boden ab. Atme ein und aus. Jetzt geht's weiter. Jetzt nimmst du deinen linken Arm, du hast hier dein rechtes Bein, schiebst ihn hier durch, fädelst ihn durch. Legst den Oberarm, die Schulter ab, den Kopf auf die Seite. Wie cool ist das? Zieht schon ein bisschen in deiner rechten Po-Hälfte, hoffe ich. Jetzt presse mal diese rechte Hand in den Boden und dadurch drehst du deinen Rumpf. Wir haben 2 Nutzen aus dieser Übung. Die Drehung im Rumpf und die Dehnung in Hüfte und Po. Perfekt. Komm zurück. Stell die Fußspitze auf. Komm mit dem Hund nach unten. Hebe jetzt das linke Bein hoch, gerade. Beide Arme gleich lang. Denk dran, nicht irgendwie schummeln im Hund nach unten. Ja? Beide Arme gleich lang. Bring deine Brust Richtung stehenden Oberschenkel. Und dann hol dein Knie vor, links. Und strecke das rechte Bein lang oder gebeugt. Etwas weniger, wenn es zu viel ist. Hör auf deinen Körper und mach nur das, was geht. Fingerspitzen. Einatmen runter, ausatmen hochkommen. Wir sorgen jetzt für einen langen Schwanenhals. Deswegen machen wir das. Es ist nur eine Sensibilisierung für deinen Körper, damit du es wahrnimmst. Komm halb tief.
Lege deinen rechten Arm jetzt rüber. Fäll ihn ein, deine Schulter und dein Kopf auf die Seite. Perfekt. Jetzt presse deine linke Hand fest in den Boden. Drücke deine linke Schulter hoch. In den Twist, in die Drehung. So genial. Perfekt. Und wieder zurück. Und wieder hochkommen. Jetzt hast du die Hüfte auch geschafft. Jetzt legen wir die Matte quer. Machen noch ein bisschen Bauch. Wir legen uns auf den Rücken. Heben die Beine. Ich muss die Zeit wieder ein bisschen im Auge halten. Wir fahren jetzt mal Fahrrad, um den unteren Bauch ein bisschen zu erwecken. Ja? Fahrrad fahren, rückwärts natürlich. Vorwärts kann jeder. Rückwärts ist ein bisschen schwieriger. Hier wieder Koordination für deine Fußspitze. Immer ein bisschen konzentriert dabei sein. Da macht es mehr Spaß. Und wisst ihr was, dann geht die Zeit auch viel schneller rum, wenn du auf die anderen, auf die ganzen Sachen achtest und alles richtig machen möchtest, was du ja möchtest, das weiß ich ja, dann geht auch die Zeit schneller rum. Ja, guter Deal, oder? Denn es soll sich ja schon was bewegen in deinem Körper. Du möchtest ja trotz dieses Lockdowns, trotz der Schließung der Fitnessstudios, möchtest du ja fit bleiben. Damit du nachher, wenn wir uns hoffentlich bald im Kursraum treffen, dann möchtest du ja nicht wie ein Anfänger sein, ja? So, nächste Übung. Knie über Hüfte. Jetzt heben wir den Oberkörper. Jetzt kommt der obere Bauch ins Spiel. Schultern weg von dem oberen Kinn fest. Wir schieben mit den Händen die Oberschenkel weg, aber sie lassen sich nicht wegschieben. Und dann setzen wir die Fußspitzen ab. Legen den Kopf ab, Arme gestreckt. Runde 2, das war Level 1. Nochmal, ausatmen, presse. Level 2, Kopf hoch, Beine hoch. Füße natürlich lang, das ist nämlich ein wenig Pilates. Nochmal, ausatmen, pressen. Und Level 3 ist natürlich das. Grazil. Und wir halten. Nochmal einatmen, aus. Okay, jetzt setzen wir ab. Stell die Füße auf, roll die Schultern, komm mit dem Oberkörper hoch, Hände an die Schläfe, Knie gebeugt, Level 1, schräger Bauch, Ellenbogen außen, da wird immer viel verkehrt gemacht. Schultern gehen zum gegenüberliegenden Knie. Nicht das bitte, das. Die Schulter, dreh dich, mach dein Tempo. Wenn es zu viel ist, reduziere. Halt den Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Schräger Bauch. Wir kommen zurück, setzen uns nochmal ab, fahren nochmal eine Runde Fahrrad. Rückwärts, rückwärts. Wenn dir das zu schwierig ist, kannst du hier oben radeln. Ja? Fußspitze aber integrieren. Und wenn du mehr willst, hier unten, spür den kleinen, aber feinen Unterschied. Ja? Spürst du es? Das freut mich. Okay, stell die Füße wieder auf, heb die Hüfte hoch, wir dehnen unseren Bauch. Strecken uns lang, der Po ist fest. Das tut schon mal gut. Wenn du hier mehr möchtest, kleiner Tipp, falte deine Hände. Kletter auf die höchste Position deiner Schultern. Schieb die Hüfte noch ein bisschen mehr nach oben. Das geht nämlich. Wenn du jetzt noch mehr willst, presse deine Oberschenkel zusammen. Führe deine Beine zusammen, obwohl sie da bleiben, wo sie sind. Aber du spannst an. Und wenn du noch mehr willst, ich kann schon hier nicht aufhören, heb die Fersen. Das kannst du auch machen. Musst du nicht, aber du darfst. Fersen wieder runter. Hüfte wird was senken. Arme öffnen und wir rollen hoch, wir gehen mit den Händen in die Kniekehle, rollen nach oben, drehen uns um,
Wieder der Lunge, der vordere Fuß kommt nach vorne. Hinteres Bein und Knie abgelegt. Hintere Hand neben dem vorderen Fuß. Dreh mal mit deinem Arm auf. Der Twist. Wenn du mehr willst, kannst du auch dein Bein strecken, durchstrecken. Andere Seite. Stell deinen hinteren Fuß auf. Hebe deinen Arm. Jetzt siehst du meinen Rücken. Und wenn du mehr willst, streck das vordere Bein. Dreh deinen Arm so weit du kannst zu mir zurück. Ich komme auch dir entgegen. Ich reiche dir die Hand. Komm zurück und setz dich mit dem linken Fuß am Körper, mit dem rechten davor in den Schneidersitz. Sitz bei Knochen am Boden, roll die Schultern. So, jetzt ist das rechte Bein vorne. Wir gehen in den sitzenden Twist. Wir machen alles wieder gut. Halb haben wir schon wieder gut gemacht, jetzt machen wir es ganz gut. Linker Arm hier außen. Dreh deine rechte Hand am Boden oder lang ausgestreckt nach hinten. Lass die Schultern unten, die gehen gerne hoch, lass den Nacken lang. Komm zurück. Mach das gleich auf der anderen Seite. Rechter Arm, linkes Bein. Dreh dich nach links oder hebe deinen Arm. Wunderbar. Komme zurück. 2 Minuten habe ich noch. Dann kann ich noch ein bisschen dehnen. Meine Lieblingsdehnungen. Jetzt setze dich auf deine Matte längs. Strecke deine Beine aus. Spüre deine Sitzbeinknochen am Boden. Und zieh deine Beine jeweils ein bisschen kürzer zu dir ran. Dann ist das etwas besser zum Ausführen. Hier ist es ganz wichtig, dass dein Bauch fest ist. Ist immer wichtig. Schultern weg von den Ohren. So, wer nicht so dehnfähig ist hier im unteren Rücken, das kann schon sein, er legt deine Hände hier ab. Wir gehen in den Oberkörper vor. Wer seine Knie hier beugen möchte, bitte. Und wenn es nicht anders geht, ich möchte nicht, dass ihr jetzt den Rücken rund macht. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte, dass ihr gerade seid. Und wenn das halt nicht funktioniert, bitte Knie beugen. Dann ist nämlich die Technik richtig. Und dann kannst du mit den Händen statt hier schon weiter zurück auf die Knie oder auf die Unterarme gehen. Vielleicht geht mit mir. Versuch's. Komme tiefer. Und leg dich auf deine Beine ab. Das ist die Vorbeuge. Die richtig schöne Dehnung für den gesamten Rückseite deines Körpers. Ich liebe diese Pose. Wir rollen auf, setzen uns zueinander, haben das rechte Bein gestreckt, das linke gebeugt. Wir nehmen den rechten Arm hier innen, kommen nochmal in den lateralen Stretch mit dem linken Arm hier rüber. Komm zurück. Natürlich kannst du diese Dehnungen alle viel, viel mehr verlängern noch. Wir tauschen die Seite. Rechter Arm geht nach links. Komm zurück. Und eine meiner nächsten Lieblingsübungen ist die weite Vorbeuge. Locker deine Hüften. Ich mache das immer gerne. Vorher vielleicht die Knie mehr beugen. Hände hier absetzen. Gerade Rücken kommt nach vorne. Du beugst deine Ellenbogen. Ja, so geht's. Wenn du mehr kannst, komm vor. Trau dich mal. Wie tief geht's? Zwischendurch mal die Hüfte lockern. Unterarme. Das ist schon super, wenn du das schaffst. Es ist aber auch okay, wenn das nur geht. Ja? Und noch weiter. Und noch weiter. Und dann kannst du gute Nacht sagen. Und diese Dehnung in vollen Zügen genießen. Mit möglichst geradem Rücken. Atme entspannt und genieße. Komm langsam wieder hoch. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, aber ich weiß, die Zeit ist leider um. Ich habe mich super gefreut, für euch
mal da zu sein, etwas für euch zu tun. Und ich hoffe, ihr nutzt diese Gelegenheit, bis wir uns hoffentlich, wirklich, hoffentlich ganz bald wiedersehen.